Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier bei Aus dem Leben gefilmt. Und heute geht es um die DJI Osmo Action. Sie ist gerade frisch eingetroffen und wir werden die mal zusammen auspacken. Wir sehen uns nach dem Intro. Die Osmo Action kommt DJI-typisch in einem schönen weißen Karton, den klappen wir mal auf, da schaut uns auch schon die Kamera entgegen, in einem Schutzgehäuse aus Plastik. Ich nehme die Kamera da mal raus. Hier haben wir die Osmo Action als solches. Der Rahmen hier wirkt, als wenn er aus Gummi ist. Das andere Restgehäuse ist aus Plastik, aus Kunststoff, wirkt wie bei der DJI Mavic 2 Pro und 2 Zoom, als wenn dasselbe Material hier verwendet wurde. Wir haben vorne ein Display und hier auch hinten diesmal ein Display. Die Klappe unten fehlt noch. Mal schauen, wo wir sie gleich im Zubehör hier finden. Ja, dann haben wir hier das Schutzgehäuse. So, dann haben wir hier einen kleinen Karton dabei, in dem wahrscheinlich auch dann unten der Akkudeckel drin sein wird. Ist etwas schwierig zu öffnen. So. Wir haben dabei das wird wahrscheinlich hier für den Halter unten sein. Dann haben wir das Ladekabel dabei. Ein kleines DJI-Köfferchen. Und da haben wir den Akku drin. Und was mich jetzt erstaunt ist, dass der Akkufachdeckel ist fest verbunden mit dem Akku. Ja. Man kann hier, wie es aussieht, die SD-Karte auch zwischenspeichern, wenn man den Akku transportiert. Ich finde das fürs Flugzeug oder so ganz praktisch, dass hier jetzt schon eine kleine Transporttasche für den Akku dabei ist. Weil oft ist es ja, dass die beiden Sachen nicht zusammen transportiert werden dürfen. Dann haben wir hier einen Standfuß zum Kleben dabei. Und noch ein Standfuß. Zu guter Letzt haben wir nur noch eine kleine Bedienungsanleitung. Nein, das ist es nicht. Das ist ein Sicherheitsvorschriftenheft haben wir noch dabei. Und eine Karte, wo wir besuchen sollen, wo wahrscheinlich die Anleitung dabei ist, denn eine Anleitung als solche liegt nicht bei. Das ist alles im DJI Action Karton mit dabei. So, wir gucken jetzt einmal, wie der Akku hier eingelegt wird. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Wie gesagt, hier unten ist hier dieses große Loch. Und so wie es aussieht, wird der Akku einfach eingeklipst. Verriegelt auf der einen Seite und verriegelt hier. Schauen wir mal, wenn wir den entnehmen wollen. Ach, so ist endgültig verriegelt. Auf, Akku raus. Da haben sie sich aber was ausgedacht. Wahrscheinlich, um Akkukäufe bei Drittherstellern etwas entgegenzuwirken. Dadurch, dass man dann hier diese Akkuklappe dabei hat. Und ich denke, das wird nicht so einfach sein, das zu kopieren. Das war's auch schon, was im DJI Action Karton mit dabei ist. Ich werde in den nächsten Tagen ein Vergleichsvideo zur GoPro Hero 7 veröffentlichen und ein genaueres Review der Kamera, wenn ich sie für euch genau getestet habe. Vielen Dank fürs Einschalten und checkt doch meine anderen Videos aus. Bis dann.